Hi Leute, heute habe ich was schön Einfaches für euch, und zwar veganen Eiersalat. Das Rezept dafür habe ich von einer Kollegin bekommen. Vielen Dank an Silke an der Stelle. Ja, ich habe das allerdings ein kleines bisschen verändert, aber das Grundprinzip ist gleich geblieben. Ja, los geht's. So, die Grundlage für den Eiersalat bilden gekochte Nudeln und Kichererbsen. Davon braucht ihr jeweils 100 Gramm im trockenen Zustand. Das sind im gekochten Zustand bei Nudeln 200 Gramm und bei Kichererbsen 250 Gramm. Die Kichererbsen könnt ihr erstmal in ein hohes Gefäß geben und mit einem Pürierstab schön fein pürieren. Die pürierten Kichererbsen könnt ihr erstmal in eine Schüssel geben. Dann braucht ihr 150 Gramm Sojajoghurt. Als Alternative könnt ihr auch Sojasahne benutzen oder vegane Mayonnaise. Das beides könnt ihr schon mal verrühren. Dann braucht ihr eine kleine Zwiebel. Die könnt ihr ganz einfach in feine Würfel schneiden. Und in eure Schüssel geben. Dann braucht ihr ein paar saure Gurken. Das sind jetzt ungefähr 200 Gramm. Die könnt ihr immer halbieren. In feine Streifen schneiden. Und dann ganz einfach ein kleines Stückchen. So, alles in die Schale rein. Außerdem einen kleinen Schluck von dem Gurkenwasser. Dann braucht ihr Schnittlauch, so ein kleines Bund. Könnt ihr einfach klein schneiden. Ebenfalls in die Schüssel damit. Außerdem ein kleines Bund Petersilie. Ebenfalls klein hacken. Und zum Salat dazu. Dann braucht ihr noch 2 bis 3 Teelöffel Senf. Je nach Geschmack 1/2 bis 1 Teelöffel Salz. Und 1/2 bis 1 Teelöffel Schwefelsalz. Das gibt dem ganzen Salat so einen schönen Eigeschmack. Wenn ihr jetzt kein Schwefelsalz zu Hause habt und auch nicht extra welches kaufen wollt, dann könnt ihr stattdessen einfach 1 Teelöffel normales Salz mehr nehmen. Dann kommt noch 1 Esslöffel Apfelessig dazu. Und ein bisschen Pfeffer. Und das Ganze könnt ihr jetzt erstmal schön vermengen. So, dann geht es jetzt an die Nudeln. Die schneidet ihr nämlich ganz einfach kleine Stücke. Ich habe jetzt hier solche Spirellis, die finde ich dafür am besten, dass ihr ja ungefähr solche Stücke habt. Die könnt ihr dann ganz einfach zu eurem Salat dazugeben. So, das Ganze jetzt nochmal vermengen. Und wenn ihr wollt, dass der Eiersalat noch ein bisschen gelblich aussieht, könnt ihr noch ein kleines bisschen Kurkuma dazugeben. Und schön unterrühren. Und schon habt ihr einen veganen Eiersalat. Den könnt ihr jetzt natürlich sofort servieren. Aber ja, am besten wäre es, wenn ihr ihn noch ein bisschen durchziehen lasst. Dann schmeckt er immer noch ein bisschen besser. So, mal kosten. Ja, sehr lecker. Also, ob der jetzt wirklich nach Eiersalat schmeckt, kann ich, glaube ich, nicht mehr beurteilen. Ja, der Senf schmeckt für mich auch ein kleines bisschen zu sehr durch. Also, vielleicht könnt ihr da auch ein bisschen weniger nehmen. Vielleicht 1 bis 2 Teelöffel. Und wenn ihr zu Hause noch ein bisschen mehr den Eigeschmack haben wollt, dann könnt ihr auch das normale Salz ganz weglassen und einfach 2 Teelöffel Schwefelsalz nehmen. Aber ansonsten sehr lecker. Stelle ich mir auch sehr gut vor, das Ganze auf Brot zu essen. Und ja, der Salat hält sich auch ein paar Tage im Kühlschrank. Und wie gesagt, wenn er durchgezogen ist, schmeckt er nochmal ein bisschen besser. Ja, dann danke ich euch wieder fürs Zusehen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr noch andere Rezepte habt, die ich unbedingt mal ausprobieren soll, dann schreibt mir noch in die Kommentare oder als PN. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.